Hallo und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Mein Name ist Sarah Heinen und ich bin hier, um all denen Mut zu machen, die das Gefühl haben, dass da draußen und in ihrem Inneren noch mehr auf sie wartet. Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich habe immer dieses Vertrauen gehabt, es macht alles Sinn, auch wenn es fucking nochmal schmerzhaft ist und mein Leben nicht so ist, wie ich es gern hätte. Und ja, ich wünsche mir auch, dass es anders wäre, aber irgendwo wird es einen Sinn haben. Das ist Andrea Morgenstern. Andrea ist ganzheitlicher Coach und begleitet in Retreats, Workshops und Einzelcoachings Menschen auf ihrem Weg zu sich selbst. Ihre eigene Reise zu sich selbst teilt sie seit 8 Jahren auf YouTube und seit 2 Jahren gibt sie ihre Erkenntnisse in einem eigenen Podcast weiter. Ein ständiger Begleiter und auch ein Antreiber ihrer Reise zu sich selbst war und ist die chronische Krankheit Migräne. Im Interview sprechen wir darüber, wie sie es geschafft hat, zu dem Punkt zu kommen, dass sie heute Migräne tatsächlich als Geschenk begreifen kann. Und wie ihr 20-jähriger Weg mit der chronischen Krankheit im Rückblick tatsächlich Sinn für sie ergibt. Es ist ein Gespräch, was besonders all denen Mut machen kann, die selbst mit einer chronischen Krankheit zu tun haben. Aber auch für alle, die in ihrem Leben Umstände erlebt haben oder gerade mittendrin stecken, von denen sie glauben, dass sie außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegen. Und da ich glaube, dass wir alle mal in solchen Situationen stecken, bin ich mir sicher, dass du aus dem Interview was für dich mitnehmen kannst. Und deshalb wünsche ich dir ganz viel Freude im Interview mit Andrea Morgenstern. Bevor wir loslegen, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar wirft ja die 100. Episode des Neuanfang-Podcasts ihre Schatten voraus. In etwa einem Monat ist es soweit. Und ich habe letzte Woche gefragt, ob ihr Wünsche oder Ideen habt, wie wir diese 100. Episode gebührend feiern können. Und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die haben sich schon so ein bisschen gedeckt mit dem, was auch in meinem Kopf schon rumschwirrte. Und zwar möchte ich gerne zur 100. Episode jemand ganz Besonderen einladen. Nämlich dich. Ja, dich. Und alle anderen Hörer vom Neuanfang-Podcast. Ich habe mir 3 kleine Fragen überlegt und wenn es also irgendwas gibt, was du auf diesem Podcast immer schon mal sagen wolltest, was du sozusagen antworten wolltest oder wenn es eine Frage gibt, die du mir immer schon mal stellen wolltest, dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Und zwar nicht schriftlich, sondern per Sprachnachricht. Wie das Ganze funktioniert und auch die 3 kleinen Fragen, die ich mir überlegt habe, die findest du unter www.happyplanties.de/100. Einfach die 100 als Zahl. Und keine Angst, du brauchst dafür keine große Technik und keine große Erfahrung. Du musst nichts runterladen. Es ist alles ganz einfach und easy im Browser zu erledigen. Auf der Seite erkläre ich dir, wie es funktioniert. Es würde mich riesig freuen, wenn so viele Leute wie möglich zusammenkommen und wir ein Gemeinschaftswerk kreieren für diese 100. Episode. Also, du hast jetzt ein paar Wochen Zeit, das zu machen, aber je schneller du es machst, desto besser. Ich freue mich riesig auf deine Nachricht und ja, freue mich, dass du Teil des Neuanfang-Podcasts bist und dass auch die anderen dann mal hören können, wer hier denn noch so alles zuhört. So, und jetzt geht's aber wirklich los mit dem Interview mit Andrea Morgenstern. Hallo liebe Andrea, ich freue mich riesig, dass das heute geklappt hat und wir zwei heute ein bisschen miteinander sprechen können. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und ich bin sehr gespannt, was du mir für Fragen stellst, wohin die Reise hier geht in dem Gespräch. Ich starte in meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute und wenn ich jemanden zu Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Also wofür bist du gerade ganz besonders dankbar? Ich bin gerade unglaublich dankbar für so wundervolle Freundinnen und Mitbewohnerinnen, die für mich meine Kisten packen, weil meine Hände gerade ein bisschen, ich kann gerade mit meinen Händen nicht so gut arbeiten, weil die entzündet sind und die für mich meine Kisten packen und alles ausräumen und selbst die ich einfach rumschmeiße
scheuchen darf im Sinne von, wie sagen, mach das, mach das. Ich bin so dankbar dafür. Es fällt mir auch nicht so leicht, das so anzunehmen und einfach nur zu sagen, kannst du bitte bei allen kleinen Sachen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, für meine wunderbare Assistentin Vilja, die gerade auch vor dem Retreat jetzt und überhaupt auch während meine Hände nicht so gut drauf sind, meine E-Mails bearbeitet und so, also für die Unterstützung. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich mich trotzdem unheimlich gesund fühle und überhaupt nicht das Gefühl habe, krank zu sein, auch wenn es von außen vielleicht so wirkt. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Oh, so schön. Und ja, auf jeden Fall Hilfe annehmen ist so eine Lektion, die man lernen muss, ne? Die ich auf jeden Fall lernen darf. Gleichzeitig kann ich das auch in gewissen Bereichen auch sagen. Es geht vor allem nicht nur ums Annehmen, sondern vielmehr ums Äußern und auch wenn es keine großen Sachen sind. Dinge, die ich theoretisch allein könnte, die mir aber nicht gut tun. Mhm. Denn ich könnte sie ja mit meinen Händen machen. Ist ja nicht so, dass sie abgefallen sind. Aber die fördern eben die Entzündung. Die sorgen eben dafür, dass es einfach nicht leichter oder besser abheilt. Und das ist für mich schwieriger, als wenn es tatsächlich nicht ginge. Aber gut, ja, das ist für mich die Herausforderung. Aber es ist schön, das lernen zu dürfen jetzt gerade. Ja. Ja, und genau über dieses Annehmen, da werden wir heute auch ein bisschen tiefer reingehen, denn du hast da auch eine persönliche Geschichte. Aber bevor wir da reinstarten, für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch mal bitte kurz, wer du bist, auch wenn das natürlich eine große Frage ist, und was du so machst. Ganz irdisch betrachtet bin ich Andrea und in dem Internet Sphären unter Andrea Morgenstern tobe ich mich aus und mache seit vielen Jahren, acht Jahren, bin schon selbstständig mit meinem YouTube-Kanal und dann hat sich das irgendwann verändert und es ist vor allem der Podcast-Coaching. Ich mache ganzheitliches Coaching und arbeite viel mit Meditation, mit Strukturaufstellung, mit einfach unheimlich vielen Techniken und Sachen, die ich so gelernt habe bei all den Dingen, die ich so für mich ausprobiert habe, auch auf meinem Heilungsweg. Und mein Herzstück ist halt wirklich das, was jetzt übermorgen losgeht, nach Teneriffa halt meine Retreats, wo ich wirklich all das Wissen, all das, was ich gelernt habe, auch so ein bisschen zusammenpacke und die Workshops und versuche anderen Menschen, vor allem Frauen, dabei zu unterstützen, auf ihrem Weg auch zu sich selbst, zu ganzheitlich glücklichen und gesunden Leben. Ja, das ist so, das, was ich tue. Und derzeit hauptsächlich, jetzt gerade sitze ich in Hamburg. Ja, und dadurch, dass du ja schon seit 8 Jahren auf YouTube unterwegs bist und du hast damals angefangen mit Fashion und Beauty-Videos und so weiter, dann kam irgendwann das Thema Ernährung dazu und ja, du hast dann auch angefangen, sehr persönlich über deinen eigenen Weg zu sprechen. Ich habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt, so die alten Videos und das heute im Vergleich. Sehr lustig, oder? Ja, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Aber ich finde es auch so schön zu sehen, wie du quasi vor der Kamera erwachsen geworden bist. Ja, ich weiß nicht, ob das Erwachsensein ist, aber sich selbst näher kommen. Ich würde es eher sagen, sich selbst seinem Kern näher kommen, weil das nicht wirklich meiner Meinung nach mit Erwachsensein zu tun hat oder nicht, weil ich habe manchmal 19-Jährige im Coaching oder in den Workshops, die so unglaublich weit sind, wo eine 55-Jährige, die bei mir im Workshop sitzt oder im Coaching, noch lange nicht an diesem Punkt ist und habe das Gefühl, es hat nicht wirklich was mit Erwachsenen, also nach außen, das ist so das Gebräuchliche, ne, und dass das die Leute verstehen, aber in Wahrheit hat es eigentlich viel mehr mit dieser Reise nach innen zu tun, glaube ich, und die hätte jetzt passieren können mit 10 oder mit 50. Ja, ja. Ja, vielleicht ist es mehr Erwachen als Erwachsen. Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Für mich persönlich ist es das eher, weil ich habe viele Frauen, die gute Freundinnen sind, mit denen ich mich unheimlich gut verstehe, die auch über 50 sind, die über 60 sind, einfach weil wir uns auf so einer Ebene so gut verstehen, in der auch all diese irdischen Sachen von Erwachsensein oder nicht und Alter und so völlig passé sind. Die sind irgendwie weg einfach. Die gibt es nicht mehr. Ja. Trotzdem hast du natürlich einfach diesen Wandel durchgemacht und die Leute sehen ja nur das, was sie auf dem Bildschirm sehen, ne? Oder hören nur das, was du erzählst. Und auch wenn jemand, der ein bisschen feinfühliger ist, wahrscheinlich auch viel zwischen den Zeilen hören kann, ist es ja doch so, dass vor allen Dingen, was an Reaktionen kommt, viel auch auf das Oberflächliche bezogen ist, ne? Oder auf das nach außen sehr Offensichtliche bezogen ist.
Wie war das für dich, dass du quasi über diese 8 Jahre deine Reise, die ja definitiv nicht immer einfach ist, die Reise zu sich selbst, dass du dabei so in der Öffentlichkeit gestanden hast, auch wenn es ja immer eine selbstgewählte Öffentlichkeit war. Aber wie hast du das für dich selber empfunden? Auf jeden Fall als Herausforderung, als interessant, dass ich mir das so ausgesucht habe, weil ich hätte es mir auch leichter machen können, in dem Sinne von, dass es nicht jeder mitkriegt, dass nicht so viele Leute beurteilen, bewerten, was du ständig machst, was du isst, wie du aussiehst, was du sagst, was du denkst, also was du ausgesprochen, also deine Gedanken, die du aussprichst. Ich hätte es mir auf jeden Fall leichter machen können, aber ich glaube, genau das war für mich auch sehr hilfreich auf der anderen Seite, weil ich auch gemerkt habe, dass die Dinge, die mich halt noch treffen, da ist halt ein Thema. Also jedes Mal, wenn jemand was sagt und das berührt mich, nicht nur im Sinne von, ach Mensch, sowas sagen Leute, schade, traurig, dass die so durch die Welt gehen, sondern mehr so, es macht mich auch wütend oder es nervt mich, es regt bei mir was an, dass ich auch dadurch einfach so einen Spiegel die ganze Zeit habe und sehen kann, okay, wo bin ich doch noch nicht so weit oder wo habe ich noch was anzugucken, welches Thema ist auch noch so ein kleines Pflänzchen, da habe ich immer sehr drauf geachtet, die Sachen, bei denen ich selber noch so, was so ganz am Wachsen ist, noch so ein Keim, der gerade aus dem Boden kommt, so gerade das Thema Spiritualität, habe ich ganz, ganz viel und es gibt jetzt immer noch Sachen, die ich nicht so sehr teile, die ich mache, einfach, weil sie für mich so ein bisschen heilig sind, oft Sachen am Anfang, die ich mache und die teile ich dann noch nicht, solange ich sie noch ein bisschen behutsam wachsen lassen möchte und erstmal gucken will, was will ich denn damit machen und was ist meine Meinung überhaupt selbst dazu und wenn ich so anfange, wirklich meine eigene Meinung darüber wirklich zu haben, das Gefühl zu haben, jetzt kann ich nach außen gehen, dann teile ich Dinge. Aber oft ist es so, dass ich die vorher einfach noch so ein bisschen bei mir, so in meinem Privatleben einfach für mich lebe. Und ich glaube, das ist so ungeplant ein Konzept gewesen, mit dem ich ganz gut gefahren bin. Ja. Ja. Aber natürlich knallt es immer mal wieder, gerade auf YouTube knallt es regelmäßig. Und vor allem, wenn man vorher im Fashion- und Beauty-Bereich war, habe ich halt diese Zuschauer auch lange Jahre noch mitgetragen. Und viele sind gegangen, aber es sind trotzdem noch viele, die auch sich dafür sehr interessiert haben und nicht so sehr für tiefgehendere Themen, sind halt auch noch ein bisschen geblieben. Und die haben natürlich, also das war einfach so, die haben eher solche Kommentare dann auch mal abgelassen, die halt auch nicht so schön waren. Ja, aber die Zuschauer haben sich halt komplett verändert. Und deswegen, ja, es ist heute, aber ja, es ist spannend. Es ist eine spannende Reise, so zu teilen. Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen, weil ja auch dadurch, dass du für dich ja bewusst oder auch unbewusst teilweise vielleicht gefiltert hast, ne, und nicht alles immer sofort erzählt hast, aber natürlich das Bild nach außen, diese Sachen ja, du hast ja nicht gesagt, ja, das mache ich, aber da rede ich nicht drüber, sondern es hat halt einfach nicht stattgefunden, ne? Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr, die überhaupt in Social Media ja liegt, dass durch das bewusste oder unbewusste Kuratieren von den Leuten, die teilen, was ja auch das Recht eines jeden ist, zu entscheiden, was zeige ich und was zeige ich nicht, aber bei so vielen Leuten einfach draußen ein falsches Bild entsteht, ne? Darüber, was in dem Leben der Menschen passiert oder nicht passiert oder das geurteilt wird, ohne das ganze Bild zu kennen, dass man aber sich immer wieder bewusst auch als Konsument ja ins Gedächtnis rufen muss, ich sehe immer nur einen Teil. Ne? Und das tun wir die ganze Zeit. Also das ist ja nichts, was ein Social-Media-Phänomen ist, sondern das ist ja im Leben. Du hast deine besten Freunde, die werden nicht alles wissen, was in dir vorgeht und was mit dir los ist, was du den ganzen Tag machst. Die werden nicht wissen, quasi, wie du auf dem Klo sitzt, was du da machst, so ungefähr. Also nicht jedes Detail, nicht jeder Gedanke, nicht jedes Thema, das dich interessiert, ist für alle offen. Und auch da hat jeder ja wieder seine Brille seines Lebens mit all seinen Glaubenssätzen, all seinen Glaubensmustern, durch die er hindurch dann noch dich sieht. Selbst wenn er von dir aus gesehen, du denkst, er wüsste alles, und du wirst alles teilen, schaut er ja trotzdem oder sie wieder mit der eigenen Brille dahin durch. Das heißt, auch da, es gibt ja auch diese eine Realität gar nicht. Und auch da, gibt es das ja eigentlich gar nicht, dass so alles da ist. Und gerade auch so im Alltag, gerade Freunde, die man nicht super nah an sich hat jeden Tag, die kriegen ja auch nicht alles mit, was man gerade unbedingt macht und was einen beschäftigt oder so. Ja, das ist ein spannender Vergleich, ja. Finde ich persönlich, dass es einfach auch das Leben ist und dass das, also ein bisschen wie, wenn auch deine Freundin, du weißt, die interessiert sich nicht so sehr für Spiritualität oder die ist da nicht so interessiert und du fängst gerade an, dich so ein bisschen für solche Dinge zu interessieren
Und redest da aber mit ihr einfach nicht so drüber. Nicht, weil du es ihr vorenthalten willst und nicht, weil du denkst, die kann damit nicht umgehen oder die wird mich bewerten oder so, sondern einfach, weil es mit ihr in dem Flow, zu dem ihr zusammen habt, da gibt es andere Themen. Und da ist das gerade nicht wichtig. Und du hast andere Leute, mit denen du darüber redest. Und während du halt wächst und dann irgendwann wird das immer größer und dann fängst du an, weil es so ein großer Teil geworden ist, das dann doch mit der Person zu teilen. Und genauso sehe ich das halt da auch, genauso natürlich wie das ist, denn so ist es bei mir mit Freunden auch. Die wissen nicht alle alles, was ich gerade mache und ich mache viel zu viel, als dass sie das alles da auf dem Schirm haben könnten, was ich noch so alles für Ausbildung mache, was mich interessiert und so. Und das ist für mich eigentlich echt nichts anderes, weil ich wirklich, die wenigsten Sachen waren bewusste Entscheidungen, dass ich sie noch nicht teile oder so, sondern die meisten waren wirklich genauso wie in Freundschaften. So ist es jetzt auch. So viele von meinen, also was heißt so viele, aber Freundinnen von mir, gerade auch von früher oder auch Familienmitglieder, die wissen ganz viele Sachen nicht über mich, die ich so im Alltag mache und die mich interessieren. Aber das ändert ja überhaupt nichts an unserer Beziehung und ich muss ja auch nicht jeden Pups wissen, so, den sie machen und warum sie den machen irgendwie. Will ich auch gar nicht, wir haben mir viel zu viel Informationen. So, wenn ich das über jeden noch, den ich gern habe, immer bekommen würde, das wäre mir viel zu viel Info irgendwie. Ja. Ja, aber vielleicht muss man das tatsächlich auch einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne? Wenn man die Social Media Kanäle von anderen anschaut, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist, auch selbst bei den Leuten, die viel teilen aus ihrem Privatleben und viel teilen über ihre eigene Geschichte. Ja, selbst Leute, ich kenne mehrere Leute, die auf YouTube auch Daily Vlogs machen, die sehr erfolgreich sind, die sehr, sehr erfolgreich sind und die trotzdem, wo ich genau weiß, was sie nicht, also wo ich so mitgekriegt habe, was sie nicht teilen und was für ihnen auch wichtig ist, einfach, wo sie gemerkt haben, okay, das wollen wir für uns behalten. Und jeder, der glaubt, das wäre die Realität, der ist ja auch, also der ist ja auf der ist ja auch ein bisschen doof in dem Moment. Also jeder, der glaubt, das ist das ist alles so, das kann ja gar nicht sein. Ein Mensch ist ja so viel mehr als das, was er mal eben zeigen kann in einem Vlog und 10 Insta-Slides in einer Insta-Story am Tag oder so. Das ist ja nur ein Ausschnitt, geht ja gar nicht anders. Ja, ja. Aber ja, es stimmt, es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, das denke ich auf jeden Fall auch. Ja, ich glaube, es fällt vielen schwer, ne? Ich merke das bei mir selber auch, dass immer wieder, obwohl ich mich eigentlich für einen sehr bewussten Menschen halte, wenn man einmal in dieses Rabbit Hole reinfällt, ja, dass ganz, ganz schnell, ne, so alte Muster im Kopf wieder losgehen mit Vergleichen und so weiter und so fort. Ja, also da muss man echt höllisch aufpassen. Ja. Ja. Als Menschheit lernen, noch damit umzugehen. Ja, die Frage ist halt, ob man sich dann reinfallen lässt und drin bleibt oder ob man halt sieht, oh, ich falle, okay, wo ist die Leiter? Ja. Ja. Jetzt hast du irgendwann auch den Entschluss gefasst, eben nicht nur Fashion, Beauty, Ernährung, Rezepte und so weiter zu teilen, sondern eben auch vieles aus deinem Privatleben. Und ein großer Bestandteil davon war der Weg, den du mit deiner chronischen Erkrankung der Migräne gemacht hast. Und es war nicht nur Migräne, sondern du hattest auch mit Depressionen und Essstörungen zu tun. Viele Dinge, wo wahrscheinlich Leute von außen manchmal gesagt haben, boah, ne, was hat die denn alles und wie krass ist das denn? Und trotzdem, und das finde ich so faszinierend, sagst du heute, du bezeichnest dich nicht mehr als krank oder du fühlst dich nicht krank. Und wenn wir jetzt hier von Migräne sprechen, vielleicht kannst du gleich mal kurz sagen, was das bei dir bedeutet, weil ich glaube, viele Leute sich kein Bild davon machen oder kein Bild davon haben, was es tatsächlich bedeutet. Und dass du dann ein bisschen darauf eingehst, wie bist du zu diesem Punkt gekommen, dass du heute sagst, ich bin nicht krank oder ich würde mich nicht als krank bezeichnen? Also, was die Migräne angeht, da hast du auf jeden Fall recht. Die meisten Leute, für die, die es nicht haben, ist es schwer nachzuvollziehen. Ich habe, seitdem ich 6 Jahre alt war, über 20 Jahre lang, ungefähr die Hälfte des Monats, meistens waren es auch 20 Tage, mal waren es nur 12 oder 13, aber ungefähr die Hälfte des Monats sehr stark Schmerzen gehabt und war entweder auf starken Medikamenten oder halt im Bett, während ich mich übergeben habe und ein paar Tage, meist so 3 Tage am Stück, im Dunkeln einfach lag mit neben meiner Kotzkiste quasi und meinem kalten Lappen auf dem Kopf. Und das heißt, es war ein großer Teil einfach meines Lebens. Und dann sind einfach ganz, ganz viele, es haben sich so die Wege zusammengefügt quasi, nachdem ich einmal gelesen habe in einem von, das ist gerade neben mir, von Rüdiger Dahlke,
Krankheit als Weg, genau, das war das, wo so drin stand, irgendwie, dass man selbst verantwortlich ist für das, auch für die Krankheitssymptome sozusagen, für das, was man mit sich so herumträgt. Da war ich so wütend und habe das erstmal zugeknallt und habe das mir ein paar Jahre auch nicht angeguckt. Und aber es hat schon ganz, ganz viel innerlich mit mir gemacht. Und dann kamen so verschiedene Punkte, einfach noch verschiedene Erfahrungen, bis ich dann kapiert habe, okay, das wollte mir die Krankheit sagen, als sie damals gekommen ist. Das hat sie mir damals gedient mit 6 Jahren oder dafür war sie hilfreich für mich. Und habe angefangen, einfach meinen Weg oder bin meinen Weg gegangen des Loslassens von dieser Opferrolle, von dieser Opferhaltung. Und das ist für viele, die mich all die Jahre damals auch kannten, schwer nachzuvollziehen. Ich höre immer wieder von meinen alten Freunden, dass sie immer sagen, du warst nie, hast dich nie so verhalten, du warst nie ein Opfer, du warst immer so stark, du warst immer positiv, du hast nie gejammert. Ja, aber ich war trotzdem mental in dieser Opferhaltung, Opferrolle und habe Hilfe im Außen gesucht, statt nach innen zu gucken. Und warum ich mich jetzt nicht mehr krank fühle, ist, also weil ich nicht nur, dass ich jetzt gerade auch lange keine Symptome hatte, aber dass ich es als Symptom eben sehe, dass das ein Symptom ist, das mich auf etwas hinweisen will. Und zwar immer darauf, dass ich von mir selbst mich gerade entfernt habe oder dabei bin, mich zu entfernen. Und je weiter ich dem nachgehe, desto stärker werden die Schmerzen. Das ist wie ein Alarmsystem sozusagen. Und sei es, ich habe nicht meine Wahrheit gesprochen, ich habe zu viel gemacht, ich habe nicht rechtzeitig gegessen, ich habe nicht genug geschlafen, ich habe meinen Emotionen keinen Raum gegeben, ich habe keine Grenzen gesetzt, was auch immer es ist. Aber zu gucken, wo bin ich gerade nicht 100% bei mir und ich selbst in meiner Wahrhaftigkeit. Und deswegen ist so dieses Symptom, ich finde das immer noch nicht cool, wenn das mal irgendwie gekommen ist, fand ich trotzdem nie gut jetzt in den letzten Jahren. Aber trotzdem habe ich auch im gleichen Moment immer gedacht, okay, danke, okay, was darf ich hier lernen, wo geht's lang, was kann ich ändern? Und je mehr ich das gelernt habe, desto weniger mussten oder müssen die Schmerzen halt noch kommen, weil mein System mir auch ein bisschen vertraut langsam. Okay, die hat viele Jahre, hat sie einfach gemacht, was sie will, was ihr Ego so sagt, wo es lang geht. Aber jetzt sind wir im Einklang hier. Und so wie Vertrauen, dass meine Seele anfängt, auch meinem irdischen Herumtreiben hier zu vertrauen, auch dem Ego und der Schale und allem zusammen zu merken, ich achte auf mich selbst. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, weil, also ich denke, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, also ich habe Gott sei Dank deutlich weniger Migränetage als du in der Vergangenheit hattest, aber auch seitdem ich 14 bin oder so, und gerade als Teenager ist das ja so frustrierend, ne? Alle gehen feiern und haben vielleicht einen kleinen Kater am nächsten Tag, aber das war's, und man selber liegt für 3 Tage im Bett. Und dass man denkt, so wie unfair ist das eigentlich? Und das ist, denke ich, auch vieles von dem, was du meinst, wenn du sagst, ich war mental in der Opferrolle. So auf der einen Seite zu denken, warum ich? Und dann aber auch ein Stück weit, ja, eben irgendwann dahin zu kommen, dass man sich wirklich auch damit identifiziert und halt sagt so, ja, ich kann nicht feiern gehen, weil dann habe ich ja eh Migräne. So, ne? Also dieses Warum ich, das hatte ich nie. Okay. Ich weiß, das ist so der Klassiker der Opferrolle von Krankheiten, aber ich habe schon, als ich Kind war und wie gesagt, seitdem ich 6 Jahre alt war, also wirklich auch noch nicht so sehr wusste, was ich alles so mache und so, habe ich die Schmerzen gehabt und schon da habe ich immer gebetet. Ich habe irgendwie immer so einen Glauben gehabt, meine Eltern sind nicht irgendwie gläubig, aber ich habe immer jeden Tag gebetet und habe, sobald irgendwas war, es war irgendwie so meine Verbindung immer, und habe mal gesagt, bitte Gott, also es war so für mich das Wort, was ich am liebsten immer benutzt habe, bitte zeig mir, warum, was ist der Grund hier hinter? Also hilf mir, und was ist der Grund, warum, was darf ich hier lernen? Also für mich war schon immer klar, dass das einen Grund hat. Aber ich habe den Grund immer nicht, ich habe den zu sehr in eine Richtung auch gesucht. Und also was heißt den Grund? Aber ich habe einfach meine Herangehensweise, die war über so viele Jahre einfach beschränkt. Aber ich habe wirklich nie diesen Gedanken gehabt, warum ich und so. Ich habe immer dieses Vertrauen gehabt, es macht alles Sinn, auch wenn es fucking nochmal schmerzhaft ist und mein Leben nicht so ist, wie ich es gern hätte. Und ja, ich wünsche mir auch, dass es anders wäre, aber irgendwo wird es einen Sinn haben. Und das ist auch der Grund, warum meine Freunde uns immer sagen, ja, aber du warst doch gar nicht in der Opferrolle, weil ich diese ganzen Sachen, das war also wirklich mal
also so sehr, sehr selten, weiß ich nicht, vielleicht mal einmal im Jahr, alle paar Jahre oder so, dass ich echt einfach weinend bei irgendwem saß und gesagt habe so, boah, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr und ich will nicht mehr und ich verstehe es nicht und es macht mich so wütend und traurig, weil ich einfach keinen Sinn da drin gerade sehe. Aber das waren immer so kurze Momente und dann war ich immer sofort in diesem wieder, okay, wo ist ja der Sinn und er wird schon zu mir kommen. Also ich habe meinen Optimismus glücklicherweise gut trainiert immer. Ja, Wahnsinn, dass du über so lange Zeit, über 20 Jahre, da den Lebenswillen aufrechterhalten hast. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Würde ich im Nachhinein, frage ich mich das auch. Aber ich glaube, das ist meine große Lebenslust. Ich liebe das Leben. Ich habe so viele Interessen. Ich bin so passioniert bei so vielen Dingen. Meine Freundin Carina, die meinte auch, ich muss mal irgendwann vor einiger Zeit irgendwas machen, wo es so darum ging, Eigenschaften zu finden, was so die schönsten Eigenschaften in meinem Sinn. Sie meinte, deine Begeisterung, wie wenn dich was interessiert, dann bist du halt voll drin und gibst alles und machst das sofort und gehst halt voll da drin auf. Und genau das ist es für jeden Moment, den ich halt mich gut gefühlt habe. Und alles, was mir Freude bereitet hat, und das können auch wirklich einfache Dinge sein, die liebe ich dann halt umso mehr. Und mich interessiert halt so viel. Ich will einfach richtig leben. Und das hat natürlich dann gleichzeitig schwieriger gemacht, so ausgebremst zu sein, weil ich so sehr wollte. Und dadurch habe ich natürlich so einen Druck gegen die Krankheit auch noch aufrechterhalten, der nicht unbedingt zu Gesundheit geführt hat, weil ich so sehr dagegen gewehrt habe und einfach sehr, sehr viel auf sehr vielen Medikamenten gemacht habe, um diesem Wollen trotzdem nachgehen zu können. Und kannst du dich erinnern, gab es irgendwie so ein Wendepunkt, wo du verstanden hast, dass du da auch loslassen musst sozusagen und dieses Wollen loslassen musst und wo du für dich erkannt hast, ich bin so ein Stück weit auch zu dieser Krankheit geworden und das ist so ein großer Teil meiner Persönlichkeit, aber eigentlich definiere ich mich über so viele andere Interessen und trotzdem steht diese Krankheit immer so im Vordergrund. Kannst du dich erinnern, gab es da irgendwo einen Wendepunkt? Total, ja, es gab einen großen Knall quasi und zwar war der vor ein paar Jahren im Dezember auf Bali, wo ich eigentlich ganz viele Pläne hatte und Bali hat eine unheimlich krasse Energie und manche mögen die und manche mögen sie nicht. Ist halt eine Vulkaninsel, ne? Wie die meisten Vulkaninseln, sehr intensiv und für jeden natürlich auch anders intensiv. Und mich hat Bali, man sagt so bei Bali, Bali wirft die Leute, also Bali spuckt aus, wen Bali nicht haben will und spuckt sie auch aus, wenn es reicht. Also so, was die Einheimischen sagen. Also so, du warst jetzt 3 Wochen hier, jetzt reicht es auch, dann bist du krank, hast einen Unfall, was auch immer. Oder Bali wirft dich so lange zu Boden, bis du es kapiert hast. Und das war bei mir der Fall. Ich fand Bali erst unheimlich furchtbar, als ich das erste Mal da war. Und dann kam ich mit der Energie irgendwann doch klar und habe aber ständig, war sehr, sehr krank, immer wieder da. Und dann hatte ich auf dieser Reise, weil ich bin irgendwie immer wieder da gelandet dann, hatte ich einen Rollerunfall, ziemlich am Anfang. Ich wollte wieder so viel. Ich wollte doch. Dies und das und das und das hatte so eine riesenlange Liste, wo ich überall zum Yoga gehen wollte, was ich surfen lernen wollte und was ich alles machen wollte. Und dann hatte ich diesen Rollerunfall und dann lag ich da mit meinem gammeligen Bein und meinen Armen und konnte nicht mal Ukulele spielen, weil einfach alles irgendwo verletzt und war und dann noch entzündet und so. Und da dachte ich, okay, was machst du denn jetzt mit dieser Zeit? So Regenzeit, liegst hier nur eigentlich im Bett in der Unterkunft, kannst nichts machen, kannst nicht mal Roller fahren wirklich. Und dann bin ich zu 2 Heilern gegangen, 2 Medizinmännern, wollte ich schon immer mal machen, fand ich schon bei E-Pray-Love-Kurse ungefähr. Und der erste hat gesagt, da war ich total enttäuscht, weil ich dachte doch, ich bin krank, so ungefähr. Und bin da hingegangen und der hat dann in seinem gebrochenen Englisch gesagt, dass ich nicht krank sei, ich sei total gesund. Und dann meinte ich so, das kann auch nicht sein. Ich habe aber so viele Schmerztage, so hey, das stimmt überhaupt nicht. Und dann meinte er doch, das ist nur deine Erinnerung daran. Dadurch hast du die Schmerzen. Ja, fand ich nicht so gut. Dann bin ich zu dem Nächsten gegangen. Ich wollte doch jetzt 2 Ärzte, eine Meinung. Ja. Und dann bin ich zu dem Nächsten gegangen. Naja, auf jeden Fall, der hat auch wieder so ähnliche Sachen gesagt. Und dann war ich bei noch einem. Und der hat mich dann noch länger begleitet. Da gehe ich auch immer noch hin, wenn ich da bin. Und hat ganz viel halt körperlich auch gearbeitet, aber vor allem mental halt ganz viel so dieses... Das ist
deine Erinnerung vor allem und es ist dein, du glaubst, das ist so. Das muss es nicht unbedingt sein. Der hat halt so ganz viel clevere Sachen schon die ersten Male gesagt. Und dann saß ich irgendwann auf der Massageliege oder lag da und habe es plötzlich kapiert. Und mir fiel ein, wie eine Erleuchtung einfach, mir fiel plötzlich ein, warum ich mit 6 Jahren diese Schmerzen gekriegt habe, wofür die gut waren. Und dann bin ich nach Hause und habe einen langen Brief geschrieben an meine Migräne sozusagen, habe ganz viel geweint, habe mich von ihr sozusagen verabschiedet in dem Brief, habe den mit meiner Freundin verbrannt. Und habe das quasi ins Leben gerufen sozusagen mit einem Ritual, dass sie jetzt gehen darf und gleichzeitig geguckt, okay, warum fällt es mir schwer, sie gehen zu lassen? Was befürchte ich, wenn sie nicht mehr da ist? Wovor habe ich auch Angst? Was dann, wofür sie mir gedient hat? Und ja, und dann ging dieser Prozess halt rasend schnell in, ja, wie eine Achterbahn, nicht eine Achterbahn, nee, eigentlich eher eine Autobahn, einfach eine Autobahn, ja. Wow, wahnsinnig spannend, ja, wie sehr dann doch einfach die Krankheit so zum Teil von einem wird, dass man das Gefühl hat, man würde jetzt einen Arm hergeben oder so. Ja, na klar, gerade wenn man auch sehr jung Krankheiten bekommt oder sogar geboren wird mit einer Krankheit, dann ist das ja ein Teil der Identifikation, wenn sie so viel Lebensraum einnimmt und so viel bestimmt auch quasi zwangsläufig, wie man den Alltag lebt, dann ist das einfach komplett verstrickt, dann ist das nicht die Krankheit und dann ich, sondern es ist meine Migräne, also schon die Wörter, ja, wie wir dann reden, also diese ganzen Äußerungen, die sprechen halt auch schon dafür. Und das fing ich dann an zu reflektieren und habe gemerkt so, okay, wow, das ist, deswegen macht es mir Angst, auch das loszulassen. Und dafür war es da und es auch wertzuschätzen, dass die Migräne da war. So diese Wertschätzung war plötzlich mehr da. Was würdest du sagen, hat die Migräne dir beigebracht? Sie hat mir den Weg zu mir selbst gezeigt. Also wenn ich so als die Person, die ich bin, auf die Welt gekommen wäre und mir nicht so eine Krankheit ausgesucht hätte, dann hätte ich bestimmt irgendwas anderes bekommen, wie ein Burnout oder irgendwas, weil ich so viel Übergas gegeben hätte sozusagen, viel zu doll drauf gedrückt hätte. Oder hätte mein Leben lang nicht gelernt, zu mir zu kommen und wirklich das Leben zu genießen und mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, mir bewusst zu werden, dass das alles immer gut ist, dass es alles vergeht, alles verändert sich jeden Moment. Jeder Schmerz ist einfach nur Schmerz, ist einfach nur auch die Bewertung dann in dem Moment, die ich gedanklich vornehme, ist einfach nur eine Empfindung. Und das hätte ich alles, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich das auf anderem Wege herausgefunden, aber das habe ich auf jeden Fall sehr viel gelernt und sie hat mir viel Schutz geboten und mir viel Möglichkeit für diese Ruhe gegeben, auch für den ruhigen Teil in mir, für den introvertierten Teil, dass er sich zurückziehen kann und hat mich gelehrt, dass es auch, dass ich in einer Hälfte des Monats genauso viel und manchmal sogar viel mehr noch als andere Leute schaffen kann, weil ich sehr, sehr leistungsstark dadurch auch geworden bin und sehr, einfach zum Macher, weil ich zwangsläufig musste. Musste ich nicht, aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich doch das Leben leben soll. Und das war dann die Lösung. Und dadurch kann ich sehr, also ich kann das alles, aber ich mache es jetzt ruhiger. Und das ist schön. Ja. Ja, überhaupt erstmal aber ein Gefühl dafür zu bekommen, zu was man dann doch fähig ist, ne? Auch wenn einen die anderen immer für den Kranken halten. Ja, die sieht halt keiner. Bei all den Menschen, die wir alle auf der Straße sehen, wo wir überhaupt nicht wissen, was denen gerade alles vielleicht auch wehtut, was sie mit sich rumtragen und was sie leisten, das sieht ja gar keiner. Und ich war nie jemand, der ständig herumjammern wollte. Also manchmal auch Arbeitgeber, die wussten ewig nicht, dass ich Migräne habe oder so, weil ich das nicht wollte, weil ich genau so, ich wollte nicht auch diese Mitleidskiste so, die wollte ich auch überhaupt nicht. Und ich wollte genauso alles auch leben und machen können. Was natürlich dann nicht hilfreich war, aber ein anderes Thema. Würdest du sagen, dass da heute auch noch Wunden sozusagen zurückgeblieben sind aus der Zeit, wo du vielleicht nicht ernst genommen worden bist oder jemand deine Krankheit nicht gesehen hat? Überhaupt hast du das Gefühl gehabt, vielleicht nicht gesehen zu werden? Ist das das so inzwischen, wo ich die Migräne gehen lassen konnte, sind auch viele von diesen Wunden mitgegangen? Nee, die Wunden sind
auf jeden Fall insofern da, die haben sich nur verändert, würde ich sagen. Die sind mein Drive, um andere Menschen zu unterstützen. Also die sind so, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie scheiße schwer das ist. Ich weiß, wie es wehtut. Und das ist eher das, was mir Mut gibt, oder was heißt Mut, also wirklich Drive, was mir so den Speed gibt hinterm Arsch quasi, während ich nach vorne gehe und denke, ja, ich will hier mehr Menschen darüber informieren, ich will mehr Menschen helfen, ich will mehr Menschen unterstützen und will auch darüber informieren, dass das einfach Migräne, dass das nicht einfach so mal eben Schmerzen sind und nee, auch wenn es psychosomatisch ist, so sehe ich halt so ziemlich alle Krankheiten, dass sie auch einen psychosomatischen Aspekt zumindest haben, dann heißt das trotzdem nicht, dass man eben so positives Denken und ein bisschen Entspannen oder so hilft, sondern dass es halt trotzdem viel tiefer geht. Und ich glaube, dass diese Wunden, weil ich einfach weiß, wie sich das anfühlt, dass ich sie verändert habe in Form von Antrieb. Also, dass es jetzt mein Antrieb ist, im Coaching, in den Workshops, im Retreat, noch auch krasser manchmal auch zu reden, noch konkreter die Leute denen in den Arsch zu treten quasi, weil ich weiß, wie kacke es ist und ich will ihnen helfen, dass sie gesund werden, dass sie glücklich sind vor allem, dass sie mit sich im Reinen sind. Deswegen, ja, es ist eine schöne Frage und ich glaube schon, dass da definitiv Wunden sind. Wird jetzt jemand neben mir so belächelnd über irgendeine Krankheit reden oder soll sich nicht so anstellen? Da würden bestimmt noch meine Wunden sich auch melden und in mir wird dann mal hier so ein Beschützer-Ding rauskommen. Was ich aber auch gar nicht schlecht finde, weil auch da das Antrieb ist für eine gute Sache, finde ich. Also, weil ich möchte darüber aufklären. Und früher als Kind habe ich mir immer geträumt davon, mir vorgestellt, irgendwann bringe ich mich um und schreibe einen Brief darüber, also so in den schlimmen Phasen, ne, dachte ich immer, dann schreibe ich so einen Brief darüber, wie schlimm das eigentlich ist mit der Migräne. Und dann wird der im Fernsehen vorgelesen, dann werden alle aus der Schule wissen und alle Lehrer, alle Mitschüler, alle Eltern werden wissen, wie schwer das ist. Und dann wird keiner auf dieser Welt, das war so mein Kinderglaube, dann wird keiner mehr denken, dass das einfach nur Kopfschmerzen sind oder so. Und das ist halt die eine Form, darüber zu denken. Und jetzt nutze ich es halt anders als Antrieb, diesen Schmerz. Ja, wieder, aber das, wie gesagt, das ist auch das, was ich so aus den Videos rausgespürt habe, dass einfach damals, und da warst du ja schon bei den ersten Videos, wo du über Migräne gesprochen hast, warst du ja schon sehr viel älter, warst du nicht mehr in der Schule, ne? Das heißt, da war schon ganz viel passiert, aber wie so aus diesen ersten Videos noch so ganz viel Frust und Wut rausgesprochen hat und wie dann sich das über die Jahre eben zu einer Art Akzeptanz und auch Verantwortung übernehmen gewandelt hat und bis zu dem Punkt, wo du sagst, heute sagst, es ist einfach es ist für mich ein Indikator. Es ist eine Sprache meines Körpers und mein Körper musste vielleicht manchmal einfach in krasserer Weise mit mir sprechen als bei anderen Leuten, damit ich checke, um was ich mich zu kümmern habe. Ich würde gar nicht sagen, er muss krasser mit mir sprechen. Es wäre überhaupt nicht meine Äußerung jetzt hier. Ja. Es ist interessant, wie du es äußerst. Ich würde sagen, wie geil, dass mein Körper, nicht wie bei anderen, die ich jeden Tag sehe, die auch nicht das machen, was ihnen gut tut, die meinen, sie sollten 14 Stunden arbeiten, danach noch dies und Stress und ich muss das, ich muss zum Sport, ich muss mich so ernähren, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt noch da und dem, die gar nichts mitkriegen, wie das ist, weil sie einfach nur schlecht schlafen, weil sie nur eine Erkältung kriegen, und wie geil ist das, dass mein System gleich sagt, nee, hier Vollgas, du sollst es respektieren und mir so konkret antwortet, weil alle anderen, die machen auch nichts anderes, als ich gemacht habe. Aber die haben halt nicht so eine super sensible Alarmanlage. Und die werden vielleicht im späten Alter irgendwelche Krankheiten kriegen oder haben dann Burnout oder also was weiß ich, was es ist. Aber in irgendeiner Weise, wenn jemand über dem lebt, was ihm gut tut, wird sich das bemerkbar machen. Und wenn man sich so sehr von seinem Kern entfernt, und ich sehe das bei den meisten Menschen, denen ich begegne im Leben, die nicht schon auf diesem Weg gegangen sind. Ja. Ja, deswegen bin ich da, also finde es doch eher cool. Er muss es nicht, aber es ist geil, dass das macht. Ja, mega, mega schöne Sichtweise, auf jeden Fall. Ich glaube, da können viele Leute was draus mitnehmen, weil ich glaube, dass man das an, also das ist mir auch ganz wichtig, dass wir das jetzt hier nicht nur auf das Thema Migräne begrenzen, sondern einfach jegliche Form von Symbolen, von Symptomen, die der Körper äußert, die dann auch ernst zu nehmen. Ne? Ja,
Ja, ich habe gerade eine Podcast-Folge dazu auch online gestellt, vor einer Woche oder zwei Wochen, zu mehr, es geht irgendwie, ich glaube, Leichtigkeit im Alltag 2.0 oder irgendwie so heißt die. Dadurch, dass meine Hände, hatte ich ja schon gesagt, dass sie gerade entzündet sind und das jetzt auch schon eine Weile. Und dann fing witzigerweise noch, als das dann mit den Händen war, ging es los, dass auf jeder Seite von unserer Wohnung, und ich mache die meisten Coachings per Skype hier und dann Videos aufnehmen, ist auch tun ganz gut und bei Podcasts auch, auf jeder Seite von der Wohnung, wirklich auf der einen Seite der Straße, auf der anderen Seite an der Hausmauer, unter uns und über uns, einzelne Baustellen sich aufgetan haben. Und wir hatten von morgens um 7 Uhr, ging es meistens los, 7.30 Uhr bis abends, einfach richtig Rambazamba hier. Jetzt ist es nur noch ab und zu. Und ja, das fand ich erstmal nicht so gut. Und dann habe ich immer mehr verstanden, ja, okay, auch das hier geht es gerade um andere Sachen zu verstehen. Auch wieder, okay, warum bremst es mich aus? Was darf ich gerade hier lernen? Was darf ich lernen, während meine Hände nicht gehen? So wie dieses nach Hilfe fragen und auch annehmen und auch erkennen, dass es ein Geschenk ist, dass sie mir ein Geschenk machen können. Also dass es für sie eine Bereicherung auch ist, weil uns Menschen macht es alle glücklich, wenn wir anderen was geben können. Und vielleicht habe ich irgendwann anders mal was mehr gegeben und sie dürfen mir jetzt was zurückgeben. Halt, ich darf so viel lernen dadurch. Und es war aber auch, erstmal habe ich mich auch ein bisschen gewehrt und fand das nicht so cool. Ich dachte, boah, schon wieder noch eine Baustelle, ich glaube es nicht. Aber so ist es halt im Alltag, in den kleinsten Dingen, wie es sich zeigt. Ja, und ich glaube, dass wir, ne, vor diese Herausforderung werden wir wahrscheinlich immer und immer wieder gestellt, ja. Weil wenn wir gelernt haben, ne, die entzündeten Hände und die Baustellen zu akzeptieren und trotzdem weitermachen, dann wird irgendwas anderes kommen, ne, was sagt, schau hin und lerne draus. Aber deshalb ist diese Frage, finde ich, so unfassbar wertvoll in jeder Situation und mag sie einem im ersten Moment noch so scheiße erscheinen, immer zu fragen, was gibt's für mich hier zu lernen? Und es wird halt immer normaler, es ist halt alles ein Training, ne? Diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, Selbstcoaching, diese Herangehensweise ans Leben ist einfach ein Training. Am Anfang fühlt die sich einfach unkomfortabel an, weil sie eben neue Bahnen im Gehirn quasi nutzt, verkettet, neuronale Verknüpfung, bla bla bla. Und je öfter wir das tun, desto automatischer geht das sofort. Während du schon redest, reflektierst du ja, was du sagst, wo das zusammenhängt und was du tun kannst stattdessen, was du lernen darfst und so. Und das ist schon echt geil, dass man halt nicht nur die Opferrolle trainieren kann, da drin zu sein und sich selbst zu bemitleiden oder was auch immer es ist, sondern man kann ja auch einfach so schön jeden Tag an all diesen Übungen weiter trainieren, dass es noch schneller geht beim nächsten Mal. Und ich finde es faszinierend, wie sich das entwickelt, wie es immer schneller geht. Das ist schon geil. Würdest du denn sagen, dass deine Geschichte mit der Migräne auch im Endeffekt das war, was dich jetzt zu deiner heutigen Arbeit als Coach gebracht hat? Ja, und es war einerseits das, es ist eigentlich witzig, es fällt mir jetzt gerade ein, während du das fragst, einerseits war es das, was mich damals abgehalten hat, diesen Weg zu gehen, weil ich wollte schon früh Psychologie studieren und wollte, es steht in der Abi-Zeitung, steht auch drin, Andrea hat irgendwann mal im Fernsehen eine Selbsthilfesendung, die sie moderiert und so, damals gab es noch kein YouTube. Das heißt, diese Richtung, die war schon absolut mein Wunsch, aber ich hätte Psychologie nicht studieren können, ich hätte auch nicht so einen Job machen können mit der Krankheit damals. Und das heißt, sie hat mich einerseits davon abgehalten in dem Moment, was aber genau richtig war, weil ich ja so viel durch sie lernen durfte und diesen ganzen Weg gehen durfte, dass ich jetzt ja erst zu diesem ganzen Wissen und erfahrenem Wissen gekommen bin, mit dem ich wirklich Menschen unterstützen kann. Weil meiner Meinung nach, und das ist auch meine Erfahrung auf meinem Heilungsweg gewesen, Menschen, die halt erzählen, weil sie gelesen haben, weil sie auf Seminaren waren und so weiter. Das ist eine Sache und das ist auch wichtig und hilfreich und für viele hilft es wahrscheinlich auch schon. Aber für mich selbst ist immer dieses erfahrene Wissen einfach 1000-mal wertvoller. Wenn jemand vor mir steht und der ist genau so einen ähnlichen Weg gegangen, der weiß, wie es ist, der es selbst erfahren hat, es hat halt so viel mehr Power. Und deswegen ist es eigentlich geil. Einerseits hat es mich abgehalten, dann wieder dahin geführt, was ich früher schon gespürt habe, wo es hin soll. Ja, wie schön, wenn man so im Rückblick das Bild sieht, ja, und dann merkt voll. So scheiße es sich zwischendurch angefühlt hat, irgendwie macht es im Rückblick dann doch Sinn, ja. Ja, total. Es waren halt alles witzige Umwege. Das Universum hat halt auch viel Humor, ne, also ja. Sehr, sehr schön. Wie sieht denn heute die Arbeit als Coach aus? Du hast eben schon gesagt, du machst Retreats, Workshops, aber du machst auch Einzelcoaching, oder? Genau, ja. Die mache ich hauptsächlich per Skype. Also jetzt in Hamburg habe ich auch viele gemacht, gerade mit Strukturaufstellung. Das mache ich unheimlich gern, weil ich das sehr kraftvoll finde. Und mache aber hauptsächlich per Skype die Coachings. Genau.
Ja. Und begleitest du da vor allen Dingen Menschen, die auch einen ähnlichen Weg gegangen sind, also sprich irgendeine Art von chronischer Krankheit oder so haben oder sich zumindest eine Zeit lang ihres Lebens damit auseinandergesetzt haben? Oder sind das alles durch die Bank Menschen auch ohne chronische Krankheiten? Ich würde sagen, dass so der Teil, der, also es sind sehr viele mit Essstörungen, wo das ein Teil, aber es sind immer Teilaspekte nur, weil in Wahrheit geht es ja auch immer nicht um die Krankheit. Aber ich habe auch welche mit chronischer Migräne, mit starker Migräne oder anderen chronischen Krankheiten oder akuten Krankheiten, die gerade da sind. Aber das ist der geringere Teil. Also die meisten kommen tatsächlich mit Lebensthemen, wo es wirklich darum geht, zu sich selbst zu finden, in welcher Form auch immer es sich äußert, sei es Stress, Beziehungsthemen oder was auch immer. Und das finde ich auch gut. Ich mache gern, also ich arbeite gern mit den Menschen, bei denen das Thema Krankheit akut ist. Aber ich möchte das nicht als meinen Hauptfokus machen, weil das, ja, das ist nicht das, also ich habe mich das immer wieder gefragt und viele Leute, also das sehen auch immer mal wieder Leute in mir, dass ich das vielleicht tun sollte, aber ich möchte mich nicht darauf fokussieren, weil es in Wahrheit nicht darum geht, sondern es geht darum, sich selbst zu finden und das ist meine Passion, zu sich selbst zu kommen. Und es ist auch tatsächlich, das muss ich auch wirklich aus meiner Arbeit sagen, so dieses Thema mit der Opferrolle bei anderen ist auch eine ganz schön harte Nuss. Und es ist spannend, ein spannender Prozess, das als Coach zu begleiten, aber auch ein herausfordernder Prozess, vor allem, wenn man ihn selbst schon gegangen ist. Wenn ich, ja, ich finde es sehr, sehr spannend, sagen wir es so. Ich mache das wirklich gerne, aber ich möchte das nicht hauptsächlich machen mit Menschen, die Krankheiten haben. So als Teil ist es cool. So, ich möchte super gerne den Leuten helfen, also sie unterstützen. Aber wären jetzt alle Leute, die ich coache, hätten alle was mit Krankheiten, dann wäre das auch zu sehr wieder zu viel Thema Krankheit in meinem Leben. Und mich interessiert ja das Thema Gesundheit. Das ist so der Hauptgrund eigentlich. Ja. Ja, und wenn du einfach für dich schon an dem Punkt bist, wo du sagst, auch mein eigener Weg, die Krankheit war nur eine Form der Äußerung, ne, die mich zu mir selbst gebracht hat, eine Form des Universums, mir eben ne, die Hinweisschilder um die Ohren zu schlagen, sozusagen. ne? Und eben, wie gesagt, für andere Leute ist es dann, ist es, dass sie, keine Ahnung, immer wieder dass ihre Beziehungen scheitern, dass sie immer wieder den Job verlieren oder so Sachen, die äußerlich einfach nichts mit dem Körper zu tun haben, dann im Endeffekt auch nur eine andere Form des Universums sind, den Leuten zu sagen, jetzt guck da endlich hin. Ja, total. Es ist einfach nur wie eine andere Sprache. Ja, also der eine spricht halt Migräne und der andere spricht halt ja. Beziehung, ne? So wie Italienisch und Französisch. Ja, weiß nicht, ob eins besser ist als das andere auch. Ich meine, es ist, fühlt sich alles doof an. Herz gebrochen zu haben oder so ist auch ganz schön doof und fühlt sich auch richtig, richtig doll nach Schmerz an. Also. Ja, sehr schön. Wo können die Leute denn mehr über dich, deine Retreats erfahren, beziehungsweise auch, wir haben gerade schon so ein bisschen differenziert, es können gerne Leute zu dir kommen, die Krankheit als Weg sehen, aber nicht ausschließlich. Wem und wie kannst du da unterstützen? Ich bin die Richtige für alle, die Bock haben auf Selbstverantwortung, für alle, die keine Lust haben, mir eine Stunde oder eineinhalb Stunden das Ohr voll zu jammern darüber, wie kacke alles ist, sondern die was tun wollen. Für die Leute, die verstehen wollen, wie hängt alles zusammen, was kann ich als nächstes tun, wo geht's lang, warum kommt das immer wieder, warum verhalte ich mich immer wieder so. Für die, egal ob Krankheit oder nicht Krankheit, für die bin ich die Richtige oder kann ich die Richtige sein. Ich bin nicht die Richtige, aber kann ich die Richtige sein. Und ja, meine Retreats, tatsächlich, ich glaube, wenn dein Podcast online geht, ist auch gerade die Anmeldung für das nächste Retreat Ende März online und Anfang April wird es ein neues Retreat-Modell mit Strukturaufstellung geben, auf das ich mich auch schon sehr freue. Und ja, wer Lust hat, kann sich da auf jeden Fall gerne mal durchklicken. Es geht vor allem ganz viel um all die Basisthemen von Persönlichkeitsentwicklung und all die Dinge, die mir auch geholfen haben, Zusammenhänge zu verstehen und im Alltag auch besser damit umgehen zu können, was so passiert, mit dem Leben sozusagen besser umgehen zu können, mehr in Balance zu sein. Und das Ganze im Rahmen von wunderschöner Natur auf Teneriffa und wunderschönem, leckerem, veganen Essen und Yoga, Meditation und so. Ist wirklich sehr, sehr magisch immer. Und jetzt in ein paar Tagen geht's ja los, deswegen freue ich mich gerade schon schon mega. Und ja, nächstes Jahr passiert das wieder und meine Workshops stehen derzeit keine neuen Termine fest. Jetzt gerade konzentriere ich mich darum, ein Buch zu schreiben bis Anfang des Jahres.
Und danach gucke ich dann weiter, wenn ich fertig bin nach der Abgabe. Und ja, meine Retreats, genau, die mache ich trotzdem weiterhin noch. Und das per Skype. Also könnt ihr euch einfach auf meiner Website andrea-morgenstern.com einfach durchstöbern, wenn euch was interessiert. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern. Ja, ich freue mich über jeden, den das Thema Heilung und ja, sich selbst finden einfach interessiert und der motiviert ist, den Weg zu gehen. Ja, sehr schön. Ich werde es auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Und ich habe von den vergangenen Retreats mal ein paar Fotos auf Instagram gesehen. Das ist auch eine unfassbar schöne Location, die du da hast. Ja, es ist mega. Ich bin so dankbar auch dafür, dass der Weg mich dahin geführt hat. Und das ist zum Beispiel auch eine Vulkaninsel und eine so kraftvolle auch. Die ist so magisch. Ja, ich freue mich echt sehr. Sehr schön. Und kannst du schon sagen, wobei es im Buch drum gehen wird, was da das Thema genau ist? Genau darum eigentlich, worüber wir heute geredet haben, um diese Themen. Also ich werde sehr, sehr viel gefragt, was hat dir denn jetzt genau geholfen und wie ist denn dein Weg genau und so weiter. Und habe damals, als ich auf dieser Massageliege war, an dem nächsten Tag habe ich angefangen, an dem Buch zu schreiben und wusste, irgendwann mache ich das. Und habe aber komplett nochmal den Inhalt verworfen, beschlossen, ich mache das anders. Ich hatte es ursprünglich autobiografisch geschrieben und habe dann aber gemerkt, dass es zu viele Menschen gibt, die zu sehr in dieser Geschichte drin vorkommen. Und nicht jeder ist so leicht damit, was in der Öffentlichkeit stehen angeht, wie ich, so mit seiner Geschichte. Deswegen habe ich beschlossen, das nochmal zu ändern. Und dann ist der Verlag, den ich visualisiert habe, der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, hey, willst du nicht ein Buch schreiben? Und ich habe gesagt, hey, ich habe schon auf euch gewartet, geil, dass ihr da seid. Und ja, jetzt ist es auch genau das Thema, der Titel, alles, was ich damals aufgeschrieben habe, aber eben nochmal mit einem anderen System. Das heißt, ich packe das so ein bisschen in Struktur, um wirklich den Menschen so eine Idee zu geben, was kann ein Weg sein, sich selbst näher zu kommen. Und hoffe, dass ich damit ganz viele mehr Menschen auch noch unterstützen kann und es besser in den Rahmen packe, als immer in so einzelnen Podcasts und so. Es ist halt ja dann nicht ganz so strukturiert einfach. Ja, und es müsste dann ja sozusagen, selbst wenn man sagt, ich mache es als Podcast-Reihe oder sowas, müsste ja jetzt jeder dann jede Episode hören und ja, so. Ne? Da ist ja, ein Buch nochmal ein anderer Rahmen, ja. Ja, ja, spannend. Ja, ich freue mich mega. Ich freue mich so aufs Schreiben. Ich habe richtig Bock jetzt drauf. Habe deswegen alle Termine jetzt gerade noch bis zum Retreat und danach ist das der absolute Fokus für die nächsten Monate. Und ja, da habe ich voll Bock. Sehr, sehr schön. Wir sind gespannt. Ich habe zum Schluss immer noch so ein paar kurze Abschlussfragen, damit die Leute mit so ein paar direkten Takeaways rausgehen können. Und die erste ist, was ist dein bester Tipp für Menschen, die gerade mitten in einer herausfordernden Transformation stecken oder das Gefühl haben, da bahnt sich gerade was an? Also die aktuell jetzt gerade in diesem Moment da drin sitzen in ihrem Leben oder mehr so im Leben eine große Transformation? So quasi für den Akutfall sozusagen, ne? Also einfach keine Ahnung, ist es annehmen, ist es, geh rein, da wo die Angst ist, was auch immer. Also da habe ich schon die verschiedensten Sachen gehört. Einfach Leute, die so das Gefühl haben, jetzt gerade, sie stehen vor einem Riesenberg oder sind mitten am Hang und verlieren so ein bisschen den Halt, ja. Also, erst einmal kann ich ganz groß sagen, such dir jemanden, der dich auf diesem Weg, wenn das wirklich so ein großer Prozess ist, such dir jemanden, der an deiner Seite steht. Mache ich auch in meinem Leben. Ich finde, es gibt nichts Bereicherndes, als sei es ein Coach oder irgendwer anders, ne? Kann ja auch eine andere Methode oder irgendwas anderes sein, jemand, der dich unterstützt. Das ist geil. Es macht es nochmal einfacher und oft schneller. Weil man so eine direkte Reflexion da eben auch noch hat mit sich selbst und anderen. Und in dem Moment, was ich tatsächlich mache, wenn es in dem Moment gerade sich richtig doof anfühlt, ist wirklich, da habe ich auch eine Podcast-Folge vor einigen zu machen, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Naja, auf jeden Fall mich hinzusetzen und zu gucken, erstmal kurz die Augen zu schließen, das kann wirklich ganz schnell gehen und zu gucken, okay, wie fühle ich mich gerade, was ist gerade in mir los? Okay, interessant, fühle mich so, okay, weiß ich, woher es kommt, interessant. Also einfach so eine Bestandsaufnahme kurz und es im Moment da sein zu lassen, das muss gar nicht lang sein, aber wirklich in dieses Gefühl zu gehen, in die Traurigkeit, in die Wut, in den Schmerz, egal wie es sich anfühlt und auch wirklich körperlich das zu tun. Also wirklich die Schultern richtig hängen zu lassen, komplett nach unten zu gehen, also sich sinken zu lassen sozusagen, sich komplett sinken zu lassen, um diesem Gefühl auch körperlich einmal richtig Raum zu geben, weil wir sind eben nicht nur Emotionen, wir sind nicht nur Körper, wir sind das alles zusammen, Körper, Geist und Seele. Und dem einen Moment Raum zu geben, vielleicht kommen dann die Tränen und alles darf so ein bisschen sein und wenn es sich dann richtig anfühlt,
irgendwann sich selbst umarmen und einfach den Rücken streicheln, so wie bei der besten Freundin, wie man es da machen würde, wenn sie genau die Situation hätte, so was würdest du, wie würdest du sie jetzt umarmen, wie würdest du ihren Rücken streicheln und gleichzeitig auch die Wahrnehmung von, okay, wenn du dich so streichelst, hast deine Arme so verschränkt vor deinem Körper und dein Kopf hängt, du kannst nicht fallen, du kannst nicht fallen, du fängst dich immer selber auf. Und auch das in dem Moment zu spüren, so ich darf in diesen Schmerz, in diese Traurigkeit reingehen und ich bin immer noch stark und bin immer noch da, weil ich fange mich auf. Und das ist so das, was ich mache, wenn ich wirklich merke, wow, jetzt kommt gerade hier voll die Welle an irgendwelchen Emotionen, die mir nicht so, die sich nicht gut anfühlen. Und ansonsten natürlich visualisieren. Ich bin ein riesen Visualisierungsfan und wann immer, gerade in Transformationsprozessen und wo viel los ist, ist ja auch viel Potenzial für ganz viel Wachstum und Veränderung eben. Und gerade in den Zeiten finde ich es umso kraftvoller und wichtiger, sich am Tag ein paar Minuten Zeit zu nehmen, eine Stunde oder 10 Minuten, 5 Minuten, wie lange auch immer, und in die Dankbarkeit zu gehen und dann eben auch in die, okay, wie würde ich es mir jetzt am schönsten vorstellen, wenn alles genau so läuft, wie ich es mir wünsche, wie würde ich mich fühlen, wo würde ich sein, mit wem wäre ich zusammen? Und vor allem sich mit diesem Gefühl zu verbinden, um die Energie einfach zu erhöhen, die Energiefrequenz. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, was sowas angeht, die ich mache, finde ich. Und die einfach. Sehr. Sehr, sehr schön. Ja, und dann kann man sich auch den Wunschverlag visualisieren, ne? Ja. Ich habe tatsächlich echt, das ist irre. Seitdem ich das so mega intensiv mache und wirklich jeden Tag sehr viel visualisiere, ist echt krass, was ich schon alles in meinem Leben visualisiert habe. Und meine Freunde sagen schon immer so, nein, visualisierst du das halt neu? Oh ja. Klappt doch so gut bei dir. Ja, das ist kraftvoll. Deswegen kann ich es wirklich sehr empfehlen. Sehr schön. Von deinem eigenen Buch hin zu anderen Büchern. Du hast vorhin schon mal Krankheit als Weg von Rüdiger Dahlke erwähnt. Gibt es noch irgendein anderes Buch oder von mir aus auch ein Film, ein Podcast, irgendeine Ressource, die dich sehr nachhaltig beeindruckt hat oder die dich auch in schwierigen Zeiten unterstützt hat? Für mich, gerade wo wir gerade beim Thema Visualisieren waren, das, was mich am meisten beeindruckt und mein Leben verändert hat, glaube ich, oder eins der Bücher ist von Dr. Joe Dispenza, Du bist das Placebo. Er hat ja auch noch andere Bücher, vor allem, die sich auch nicht nur auf jemanden, der Krankheit in seinem Leben kennt, bezieht, sondern auch ein bisschen allgemeiner sind. Aber seine Lehre, denn die hat, nachdem ich schon visualisiert habe, sehr, sehr viel intuitiv und dadurch so schnell meine Migräne mindern konnte, habe ich sein Buch gelesen und dann habe ich plötzlich alles verstanden, dachte, ach, deswegen mache ich das und deswegen wirkt das und wie krass ist das und zwar, es liebe ich, das ist ein Megabuch und ansonsten, mir kommt gerade, es ist witzig, dass es gerade kommt, ich weiß nicht warum, für irgendwen da draußen ist es anscheinend wichtig, das Buch Ich vergebe. Ich weiß gerade den Namen nicht, von wem, es steht auf jeden Fall auf meiner Website, da sind so Bücher verlinkt bei den Ressourcen. Ich finde es raus. Ich packe es eh in die Show. Das ist super, weil das Joe Tipling oder so. Ich kenne es auf jeden Fall auch. Tolles Buch. Und gerade das, auch wenn einem das Thema nicht einfache Erlebnisse, also die sich nicht so einfach verarbeiten lassen im Leben, wenn einem das so ein bisschen betrifft, was auch immer passiert ist. Und das ist ja nun in fast jedem von unserem Leben, sind schon Dinge passiert, sei es Missbrauch, Gewalt, was auch immer, Scheidung der Eltern, was auch immer einen so beschäftigt. Gerade dafür ist es spannend und für Menschen, die mit Krankheiten zu tun haben, aber auch für jeden anderen. Das ist so ein kraftvolles Buch, sehr radikal, aber ich mag persönlich radikale Einstellungen auch, weil sie uns anregen zum Nachdenken und zum Positionieren und das, was sich so bequem anfühlt im Hirn, einfach durcheinander rütteln, damit es sich neu formen kann. Und ja, das kann ich sehr empfehlen. Sehr schön. Ja, werde ich eh alles in den Shownotes verlinken. Sehr super, schön. Dann finden Sie es gleich. Dann müssen Sie mich herumirren. Ja. Und gibt es einen inspirierenden Leitsatz, irgendein Zitat oder so, was dich begleitet hat über viele Jahre, das dir ein bisschen Beständigkeit gegeben hat? Nö, tatsächlich nicht. Aber ich mag sehr gern, und das trifft einfach sehr zu, finde ich, aufs Leben von Nietzsche, man muss das Leben tanzen. Weil es genau das ist. Es ist einfach ein Tanz. Es ist wie so ein Tango oder so. Mal geht's schneller, mal geht's so, mal tritt man sich auf die Füße, mal ist man zu schnell, ist man wieder langsam. Und es ist alles immer in Bewegung, es ist alles immer gut. Aber es ist eben ein Tanz. Das heißt, geht mal in die Richtung, Schritt nach vorne, Schritt zurück, zur Seite. Ich tanze das Leben gerne. Sehr schön.
Und eine allerletzte Frage. Du hast die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Facebook- und Instagram-User dieser Welt zu schreiben. Und wir gehen davon aus, dass sie geöffnet und gelesen wird. Was würde da drinnen stehen? Das wäre erstmal selten, dass sie geöffnet und gelesen wird. Würde mich wundern, wäre ja geil, tatsächlich. An alle User. Jetzt fällt mir ein Spruch ein, den ich auch sehr gut finde. Sei die Veränderung, die du dir wünschst in deinem in der Welt. Sei jetzt die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt. Das ist auch ein Spruch, der hat mich sehr viel begleitet in dem. Boah, was würde ich da reinschreiben? Also ich würde es nicht lang machen wollen, weil viel Rumgequatsche finde ich da nicht hilfreich. Ich würde Fragen stellen und ich würde fragen, würdest du genau das leben, das du jetzt gerade lebst, würdest du das nochmal genau so leben? Bist du stolz auf das, was du tust? Würdest du es genau so nochmal tun? Und wenn nicht, warum änderst du es dann nicht? Was kannst du tun, um es zu ändern? Was kannst du anders machen? Worauf wärst du stolz stattdessen? Ja, sowas in der Art, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall eine Frage, die mit Sicherheit das Potenzial hat, sehr, sehr viel anzustoßen. Ja, ich würde, weil wenn man schon alle erreicht, dann wäre es ja auch gut, dass man so auch ein bisschen niedrigschwellig quasi alle abholt. Bin ja Sozialarbeiterin ursprünglich. Niedrigschwelliges Arbeiten gar nicht. Super. Liebe Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und deine Zeit und deine Mission, ganz vielen Menschen dabei zu helfen, ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Und ja, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns gesprochen haben. Danke dir, Sarah. Ich danke dir von Herzen für die lieben Worte und vor allem auch, dass du diesen Podcast machst, dass du so viel so Menschen zusammenholst und den Input gibst, den die Welt auch gerade braucht einfach. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich danke, dass ich Teil davon sein durfte. Danke dir. Sehr gerne, danke dir. Ja, das war das Gespräch mit Andrea. Und ich finde es so wundervoll, im wahrsten Sinne des Wortes, wie sie es geschafft hat, über diesen langen Zeitraum ihren Lebensmut nicht zu verlieren und heute so viel Lebensfreude auszustrahlen. Ich persönlich habe für mich sehr, sehr viel aus dem Interview mitgenommen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, Andrea hat mich an der einen oder anderen Stelle bei Aussagen über die Migräne ertappt, die ja auch ich in meinem Leben habe. Ja, die sicher viel darüber aussagen, was ich von dieser Krankheit noch lernen darf. Und ich werde das in den nächsten Tagen mal sacken lassen. Ich hoffe, dass du auch für dich was mitnehmen konntest, ganz egal, ob du selber mit einer chronischen Krankheit zu tun hast oder nicht und dass du eben vielleicht auch all diese Umstände im Leben, wo du manchmal das Gefühl hast, warum passiert mir das jetzt und was soll das Ganze für einen Sinn ergeben, dass du die mit anderen Augen sehen kannst und eben häufiger die Frage stellst, was darf ich hier lernen? Und mit dieser Frage möchte ich dich jetzt gerne in deinen Tag schicken. Und lege dir noch die Shownotes ans Herz, wo du alle Empfehlungen von Andrea findest, den Kontakt zu ihr, alle Infos zu ihren Workshops und Retreats, ihren Podcast, ihren YouTube-Kanal, die Bücher und so weiter und so fort. Die Shownotes findest du unter www.happyplenties.de/episode096. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon. Oder teil den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort ab sofort ganz neu unter Ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne H. Wenn du dich mit anderen Menschen verbinden möchtest, die auch beschlossen haben, ihr Leben bewusst zu transformieren, dann komm in die Community zum Podcast, den Tribe of Transformation. Du findest die Community unter www.happyplenties.de/community. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!